Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei New Pokémon Snap. Ja, wir sind gestern durch die entlegene Höhle gefahren, haben dadurch eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollten, um die Lumina-Zone, die letzte Lumina-Zone fertig zu machen. Ich mach sie fertig. Und wir gucken da einfach gleich mal rein. Gucken wir uns an, was uns erwartet und ob das nicht schon wieder, hier werf damit und mach dies und tu das. Ich will einfach nur entspannt Fotos machen. Stress mich nicht. Sonst gehe ich wieder zum ersten Lumina-Pokémon. Das war entspannt. Ich bin sehr gespannt. Dass das entspannt war. War sehr entspannt. Ich frage mich, was es ist. Ich habe es noch nicht mehr erkannt, was es ist. Ich weiß es immer noch nicht, was es ist. Ich weiß es immer noch nicht. Stalos? Stalos? Oh geil, ich will Kau. Nee. Okay. Stalos! Okay. Was für ein Hohl? Ach hier, meinst du so ein Hohl oder was? Oder meinst du diese Holz? Alter, ist das schnell. Okay. Wir haben es zumindest zum Leuchten gebracht. Ja, es leuchtet schon. Also ein offizielles Foto haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist halt auch echt schwer. Jetzt habe ich nicht hingeguckt, was sie wollte. Das Ding ist aber auch ein Blitz, du. Ich komme gar nicht hinterher. Ich bin ehrlich, ich komme nicht ganz hinterher von dann, was es will. Ich sehe es schon. Ich sehe es. Ich gucke hier wieder auf den Boden. Alter, das ist so. Das macht keinen Spaß. Tschüss. Ich fahre jetzt durch. Das ist so dumm. Wie soll man anständig Fotos machen von so einem Mistvieh? Ehrlich, es tut mir leid, aber das ist doch lächerlich. Es macht halt, es kann... Ich bin doch keine magische Elfe. Oh, die Lumina-Pokémon sind so ein Dreck hier in diesem Spiel. Also es tut mir wirklich leid, die sind so ein Dreck. Weil du die nicht entspannt fotografieren kannst. Weil die hat einfach... Sekunde um. Das ist irgendwie... Kind of lächerlich. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht gut gelöst. Das macht keinen Spaß. Die Ruinen sagen nichts. Das ist nicht schön. Das war's schon wieder. Mehr Fotos können wir nicht machen. Weil das Spiel ist das gar nicht erlaubt. Also da finde ich nicht gut. Well, there it went. Before you return, could I trouble you to make a quick detour? Something caught my attention while you were chasing after that Steelix. Past that broken wall, there appears to be a large open area. The scan says it's not a natural formation. It's human-made. It's just begging to be explored. Oh, what is this place, Professor? I can't say
for sure, but I think it may be another ruin connected to the Illumina Pokémon. Missing some pieces here and there, but it must be depicting that ancient mental legend. Let's see. It looks like it's roughly 2,000 years old. Please, you startled me. Is it really that old? It must have been made around the time the meteorite hit. Fantastic! What a discovery! Does this show what the people saw back then? Pokemon are protecting them from the meteorite? The patterns on these Pokemon. Could they be Illumina Pokemon? Did Illumina Pokemon exist before the meteorite fell after all? And was there another Illumina Pokemon in the center? Professor? Oh, sorry. I got a bit lost in thought. I've got some good data for now. Let's sort it out once you're back. Es sieht danach aus, als ob da tatsächlich noch ein Lumina-Pokémon wäre, weil, naja, die Mitte ist halt ausgebrannt, ne? Ja, hat echt viel Spaß gemacht, die Runde. Mensch. Ey, also Lumina-Pokémon sind wirklich einfach nur Dreck. Es tut mir echt leid, aber die sind einfach nur Dreck. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was sie machen konnten, finde ich. Finde ich persönlich. Also das hätten sie ganz anders lösen müssen. Das hätten sie entspannter lösen müssen. Aber das finde ich komplett Dreck, da durchzugehen. Du hast insgesamt 10 Sekunden Zeit, das Ding anzulocken, es mit 5 Kugeln zu bewerfen, dann ein gutes Foto zu machen und das alles in einer Bewegung, während du dich drehst, während es extrem schnell an dir vorbeizieht. Das ist albern. Das gefällt mir ja nicht. Ey, das ist nicht meins. Nee, die Lumina-Pokémon sind definitiv nicht meins. So, wir sind Level Up. War ja auch nicht schwer. Deswegen gehen wir da gleich nochmal rein. Deine Erkundung dieser Strände schreite voran. Die Pokémon gewöhnen sich an dich. Allein schon, weil da dann auch andere Pokémon mit drunter sind. Starlos. Comic. Übrigens, du kannst neue Daten und so. Ich bin sehr gespannt drauf. Also, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was abgeht. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir noch ein 5. Lumina-Pokémon finden. Werden, toll, sollen tun. Explore before our survey comes to an end. Ready for the final frontier? Was du machst, ist Kinderarbeit, Junge. Aber cool, wir haben noch ein Gebiet. Ja, wir haben noch ein Gebiet. Nice. Diese Wandmalerei hat mich wirklich überrascht. Sie beweist, dass es noch ein weiteres Lumina-Pokémon gibt. Und nicht nur das. Wir wissen jetzt auch, dass dieses Pokémon schon vor dem Fall des Meteoriten existierten. Du wirkst irgendwie zufrieden, Professor. Ja, das bin ich auch. Diese Entdeckung widerlegt zwar meine Theorie, aber das macht sie nicht weniger sensationell. Meine Analysen haben zudem ergeben, dass sich die Energie der einzelnen Inseln an einem Ort bündeln. Das Signal ist zwar sehr schwach, aber dort messe ich auch die Energie eines Lumina-Pokémons. Etwa von dem aus der Mitte der Wandmalerei? Yep. Höchstwahrscheinlich. Und wo ist dieser Ort? Die Sache ist die. Das Signal kommt von einer kleinen Insel, die nicht auf dieser Karte verzeichnet ist. Ich glaube, dabei handelt es sich um die legendären vorkommenden Aurum-Inseln. Es wird Zeit für unsere letzte Entdeckung. Lass uns ein für alle Mal die Wahrheit auf den Grund gehen.
Ich bin sehr gespannt. Sobald da ein Lumina-Pokémon auftaucht, bin ich es nicht mehr, aber trotzdem. Wir haben sowieso noch viel zu tun. Neues Gebiet. Die Amrum an Ruin. Aber bevor wir da, gehen wir tatsächlich nochmal... Wir gehen uns nochmal das Lumina-Pokémon angucken. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Wenn es wieder so ein Dreck ist, dann Prost Mahlzeit. Weil jetzt sind auch noch andere Pokémon dabei und sowas. Jetzt kann man mit der vielleicht auch mal interagiert, stehen bleibt. Das soll ich schaffen. Das soll ich schaffen. Ich finde das so dumm. Das ist nicht gut gelöst. Mir gefällt die Lösung nicht von dem Ganzen. Mir gefällt es nicht. Mir gefällt es einfach nicht. Also... Ich krieg es nicht. Du kriegst es halt einfach auch nicht. Es ist der größte Dreck, den sie sich ausdenken. Also, jedes Lumina-Pokémon wird schlimmer. Muss ich ehrlich sagen. Weil du möchtest sie ja fotografieren. Und nicht nur locken. Aber du kannst sie nur locken. Und das finde ich dreckig. Das finde ich nicht gut gelöst. Ich kann halt nichts machen. Das ist so doof. Ich möchte ja. Ich möchte ja wirklich, aber... Mir bietet nicht die Möglichkeit. Weiß aber auch nie, wo das ist. Deswegen, das ist... Was war jetzt mein exakter Zeitraum, um Fotos von dem Vieh zu machen? Mein exakter Zeitraum war... Fick dich. Und das ist einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig, um Spaß daran zu haben, diese Fotos von den Lumina-Pokémon zu machen. Also in der Summe gesehen... Haben wir Stalos leuchtend vielleicht 6 Sekunden? Das ist. Waff. Das ist ja waff. Das ist. Das ist knallhart. Das ist knallhart, ist nur 6 Sekunden zu besitzen. Stimmt, zu Beerus können wir nochmal gucken. Das ist wirklich gemein. Das ist wirklich, wirklich gemein. Und in den 6 Sekunden fliegt es halt durch die Weltgeschichte. Das ist nicht gut. Du kannst die Schönheit der Pokémon gar nicht genießen.
Weil es in dem Moment echt scheißegal ist. Das ist einfach nur klick, 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 klick und irgendwie hoffen. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Wir gehen da trotzdem nochmal rein. Was sollen wir sonst noch in dieser Folge machen? Gibt doch nichts. Gibt doch nichts. Aber das gefällt mir nicht. Nee. Weiß ich nicht. Also damit hat sich New Pokémon Snap da tatsächlich kein Gefallen mitgetan. Weil es einfach zu minimal ist, was ich zu tun habe. Deswegen, ich kann so gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich so reagieren soll. Was genau kann ich da tun? Was genau ist meine Aufgabe dann? Halt auch, weil die Kugeln haben so einen langsamen Flugradius. Dass du das, die Missgeburt am Vieh auch einfach nicht triffst, ehrlich. Da? Random. Keine guten Fotos drin. Und weiterfahren. Wir sind hier maximal 10 Sekunden in dieser Scheißstrecke. Das ist doch nicht gut. Das kann doch nicht im Sinne des Entwicklers sein. Ja, Schwierigkeitsgrad hin oder her. Es ist nicht gut. Das war's. Ende. Das war's. Es gibt einfach nichts in dieser Höhle, was wir fotografieren können. Bis auf die Ruine. Die würde ich tatsächlich, also, da muss ich nochmal gucken. Katastrophal. Weil dieses Pokémon scheiße ist. Das Pokémon ist ein Kothaufen. Aber eins dieser Maximal-Kothaufen. Dieser unsagbar Giant liegen Kothaufen. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal diese Ruine da machen. Ja, wir kriegen bessere Bilder. Es wird getroffen. Das wäre ich das Gute. Nur ein bisschen verbessert sich's. Oh, sogar auch besser. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das Bild tatsächlich sogar besser ist. Und dann sollst du, da musst du 10, 20 mal rein, damit sich das lohnt. Eklig. Einfach nur eklig.
Der fliegt schneller als wir mit Kugeln. Ist so dumm. Das war mal neu. Hä, was macht denn der jetzt? Seit wann macht er denn das? Tschüss. Nee, kommt er da jetzt? Achso, jetzt ist er auf der anderen Seite. Okay, okay. Ich möchte ihn halt nicht immer nur vermuten. Ich treffe ihn halt auch nicht, ne? Ich habe halt ein großes Problem, dass ich ihn nicht treffe, weil diese Kugeln einfach zu langsam fliegen. Dieses Random ist irgendwie hinschießen. Das könnte sogar gar nicht mal schlecht sein, das Bild. Noch einmal? Ich habe noch einen frei. So, sich von nichts ablenken lassen? Okay. Also ein anderer Weg. Wir haben diese Ruinen noch nicht fotografiert. Sehr nah. Ja. Am Ende haben sie sich halt alle gefreut. Die Tour hat sich mehr gelohnt jetzt, aber nicht wegen dem doofen Stalos, sondern wegen den anderen. Aber dann war das noch eine Abkürzung. Oder ein Second Weg. Wie auch immer. Ich glaube, da guckt es uns an, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, Stalos. Mal schauen. Oh, da würde ich beinahe das hier schon nehmen. Das könnte vielleicht besser sein. Guck mal hier, vier Sterne, es freut sich. Schön. Zu Biris. 4 Sterne, weil es sich freut. Weil es Party macht. WhatsApp, weil ich habe nicht mal meine Ahnung, was es macht. Es abhängt. Und die Ruine. Das ist auch gut, dass wir die jetzt drin haben. Schön. Ja, Kristallblume kannst du dir an einem Pop-Up schmieren. Das hat sich wenigstens noch gelohnt. Let's do this. Das kann einfach nur besser sein. Es benimmt sich wie immer. Okay, so viel zum Thema. Okay, es ist so knapp besser geworden. Great timing. Ja, besser. Es sieht aus, als würde es sich freuen. Naja, wir haben 4 Sterne. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Sterne von dem Dödel. Dieses Verhalten sollte genauer untersucht werden. Was, die Party oder was? WhatsApp, was macht das? Das ist ja mal interessant. Ja, toll, danke.
Das ist ja mal interessant. Keiner weiß, was abgeht. Das ist aber mal interessant. So, die Ruine haben wir jetzt also tatsächlich beim ersten Mal hat sie halt nicht gezählt, dass das... Ja, ist so. Was soll ich sagen? Ja, 10.000. Okay, zurück.